für eine Kackmucke, Alter. Das sind einfach komische Mixe. Das sind nicht die Original. Was kommt denn jetzt? Oh mein Gott, wie hieß... Ich würde gerade sagen, wie das ist Safri, du. Let's go Party, Alter. Hallo, Tag, Zamukulu. Junge. Oh. Boah, wie alt, ne? Jetzt kommt was für die Oma. Hey, hey. Wunderschönen guten Abend, hallo. Huckel und Tag zusammen. Warum ist das so leise? Hi. Schluss mit Party jetzt. Komm eh schon zu spät heute. Ihr wunderschönen Menschen. Merhaba, merhaba, was geht? Was für ein schönes Wetter heute. Oh, das hat echt gefehlt. Gute Laune. Halt die Klappe, macht die Mucke lauter. Ruhe. Wollt ihr Hammer Time hören? Soll ich die Fresse halten? Ja oder nein? Ja, heute war endlos nice. War heute echt schönes Wetter in Rust. Mein Bruder, ich habe heute auf dem Balkon aufgebracht. Der wird ready gemacht. In Balkonien, Alter, bald Urlaub. Schön grillen. Weil man hat ja keinen Garten. Mir geht's gut, ich hoffe euch auch. It's only good, why you have to be mad? Reeps, Dankeschön für den Prime Sub am 19. Und Wambo, Dankeschön für den Reeps am 8. Wie spricht man den Namen aus? RXZ. Rigzy? Rigzy? Rizzy? Bruder, vielen lieben Dank für 5 Gifte-Zaps. Und Dexas, Dankeschön, Bruder, für 10 Gifte-Zaps. Und Shinix, Dankeschön, ebenfalls für 5 Gifte-Zaps.
Und Cinex, danke schön für du bist im zweiten Monat. Ich fühle mich wieder jung, so gut. Ich mit Lippe im Garten, dein Klamottenkram. Hab ich noch nicht angeguckt, hatte ich leider keine Zeit, Jura, aber mach ich nachher noch. Eichen, danke schön für du bist am 8. Und Why So Fucking Serious, danke schön für den Prime 6. Sonst. Hä, bin ich hier richtig, Bruder? Gibt es hier den nice RP-Stehkreis? Stream ja, sicher, Junge. Why So Serious, du warst Session, ne? Du hießt vorher so. Hab ich, glaube ich, gestern gesagt. Einer von euch hat sich umbenannt. Und der hieß damals irgendwie Session oder so. Kann mich dran erinnern. Und Big Smile, Dankeschön für den Prime 6. Und Papierkorb, danke für den Prime 6. Und der Micho, Dankeschön für den Prime 10. Heute gab's Fleisch, bei mir gab's Döner heute. Ich habe irgendwie voll Bock auf Döner momentan. Könnte ich jeden Tag essen. Aber Sugar bleibt Sugar und United bleibt United. Wir spielen heute den Dicken. Das heißt wieder zur Verwahrstellung Auto rausholen. Hallo Huklu, wie geht's euch? Hallo an alle, die gerade eingeschaltet haben. Hallo, hallo, hallo. Na klar, Döner macht der schöner. Boah, ich könnte mir jeden Tag einen Döner reinpfeifen. Also momentan auf jeden Fall. Curtis, war Casper ein einmaliger Charakter? Nee, der wird nur ausgepackt, wenn wir diese Rocker-Events machen. Also den wird man auf jeden Fall wiedersehen. Ich weiß noch nicht wann. Und das entscheide ich auch nicht, weil ich die Events nicht veranstalte. Aber der kommt auf jeden Fall. Scheiße, wie spricht man das denn aus? Recreese Cat in Pace? Bruder, ich bin zu doof dafür. Dankeschön für den Prime-Zeit-Monat. Hey, Daddy. What up, Curs? Guten Abend. Ich glaube, dass ich später auch einen Döner hole. Oder Sujung Medai, beides gut. Boah. Bei dem schönen Wetter kann es immer ein gut gehen. Das stimmt allerdings. Obwohl ich ja sagen muss, dass ich so regnerische Tage auch. Boah, jetzt wird das hier richtig Deep Talk, Alter. Finde ich auch nice. Aber so ein Wetter wie heute, so ist einfach für die Laune richtig gut. Schön Vitamin D. Schön irgendwas machen in der Sonne. Ist gut. Ein bisschen Rust Sock, ein bisschen hier, ein bisschen da. Wenn das DC-Signal auf, vielleicht kommt Casper weg, genau. Was kommt denn jetzt? Oh mein Gott, oh, wieder Oma-Lied. Der Name ist ein Leitspruch aus Assassin's Creed. Was? Wie wird das ausgesprochen? Tai nimmt alles in Tablettenform, der braucht nicht raus. Tatsächlich habe ich mir auch Vitamin D-Tabletten verschreiben lassen, weil ich mich schlapp gefühlt habe. Die gleichen sogar die Tai hat, der hat mir die sogar gesagt, wie die heißen und so. Aber ich merke keinen Unterschied, ich habe auch keinen Mangel. Ich habe die trotzdem. Mach die schnell rein, gleich voll hätte Klappe. Ach stimmt, ne? Egal, wir warten, Warteschlange. Ich komme immer rein. Der Name heißt einfach Ruhe in Frieden auf Latein. Für irgendwas muss ich den großen Latino mehr benutzen. Weird Flex. Aber nur kurz, Oma. Aber nur kurz, Oma. Das soll reichen von der Lautstärke. Kevin 22317. Vielen lieben Dank für den Resub im zweiten. So, ich denke euch allen geht's gut. Wu ist, also, der Jack macht wieder Backseat Gaming im Discord, wie immer. Zap, 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 Steam ist an. Ich log schon mal ein, sonst kriegen wir gleich keinen Platz. Oh, jetzt habe ich wieder die IP-Adresse nicht. Moment, da. Oh. Was habt ihr denn heute so gemacht? Ich hoffe, dass ihr alle draußen wart. Oder zumindest im Garten oder so.
Jetzt schreibt mich wieder einer auf Teamspeak an. Ja, Grillen, Muttertag. Stimmt, heute ist Muttertag gewesen. Ach, stimmt. Party im Rentnercafé mit Mutti. Stimmt, heute war ja was. Zu Hause ein Klimaanlage angemacht. Ich habe den Ventilator auch schon an. Ich glaube, dass wir diesen Sommer streamen, hier oben, eine richtige Katastrophe. Und ich glaube, ich muss mir auch eine Klimaanlage kaufen. Weil das werde ich nicht aushalten. Natürlich habe ich meine Mutti angerufen, aber ich habe das schon wieder vergessen, dass ich die angerufen habe. Ich war aber da nicht zu Besuch, weil die unterwegs ist. Mit dem Stiefvater und so, mit meiner kleinen Schwester. Die sind da irgendwo gewesen. Ice, Ice, Baby. Kurz einloggen in der Pommes. Ha, ich bin drin. Bin von 38 Grad unterm Dach auf ertragbare Temperaturen gekommen im Sommer. Ja, aber da, wo ich vorher gewohnt habe, konntest du keine Klima benutzen. Wenn du da einen silbernen Schlauch aus dem Fenster gehangen hast, dann haben die direkt gedacht, du growst Cannabis. Und haben dir die Bude eingetreten. Jetzt, wo ich hier wohne, geht das, weil hier ist schön. Hier wohnen keine Kriminellen. Und Dandy, Dankeschön für den Prime-Sub im Neutenen Tukulu. Hier könnte ich das machen, das ist keine Probleme. Set Game, Grand Theft. Out of was ist das denn, Alter? Ach, halt die Klappe. VOD hat auch Sound. Wo denn, den magst du, Bruder? Die sind hier, die Bullen sind auch hier immer mit Drohnen rumgeflogen. Und haben sich im Winter die Häuserdächer angeguckt. Und wenn du an irgendeinem Hausdach irgendwie so was Geschmolzenes warst oder so, haben die das als Indiz dafür genommen, dass du growst. Bin immer noch in Duisburg, aber nicht mehr in Marxloh, Bruder. Ich bin jetzt eher ländlicher. Hier ist voll schön. Was wollte ich machen? Wo ist mein Ding? Hier.